Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem brandneuen Part wieder mal von Batman Arkham Origins. Ja, es geht weiter. Und zwar, heute ist Folgendes auf dem Plan. Und zwar, Cyrus Pinckney will ich ein bisschen da jetzt mal weiter erforschen, ob was ich rausfinden kann und so alles. Dann ist, die nächsten Riddler-Sachen zu tun. Also hier im Park Row werde ich ihn die meisten Sachen noch erledigen. Ja, dann wird Pinguins Waffendepot auch vernichtet und so weiter und so fort. Also wir haben ziemlich viel zu tun heute. Aber erstmal will ich mich da umschauen nach diesen Sachen von Cyrus Pinckney, weil das ist eine Sache, die ich ganz neu kenne. Also die habe ich neu kennengelernt und so, das interessiert mich sehr. Und los geht's! Ich habe auch gleich... Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeguckt, offscreen, also auf einer anderen Datei, die ich habe, und da habe ich alle sofort gefunden, also ging ziemlich schnell. Und hier oben auf dem Bankgebäude ist der erste, der ist nämlich hier. Aber wir haben das nochmal so da. Bist du blöd? Hallo? Oh, muss ich erst. So, Tagebuchseite scannen. Na, das will ich mal. North Gotham Industriegebiet, Tagebuchseite 1 erfasst. Und hören wir mal rein. 13. Januar 1805. Ach, schade, ich kann das nicht so haben. Okay. 13. Januar 1855. Der Zeitpunkt meines Todes rückt näher. Und ich kann nicht... Ach! 13. Januar 1855. Der Zeitpunkt meines Todes rückt näher. Und ich kann nichts tun, um mich ihm zu entziehen. Ich wagte es, von Größe zu träumen. Aber dabei vergaß ich, dass derlei Bestrebungen oft ein großes Opfer erfordern. Dennoch, ich bin bereit, es zu erbringen. Wohlwissend, dass Gotham zu einer Stadt wurde, deren Pracht über die Jahrhunderte hinweg erstrahlen wird. Aber seine Wurzeln dürfen nicht vergessen werden. Und so habe ich Teile meines Tagebuchs überall in der Stadt hinterlassen. Dort, wo ich ihr Fortdauern für möglich erachte. Finde sie. Lies sie. Teile ihren Inhalt mit anderen. Die Wahrheit mag weniger schön als die Legende sein. Notwendig ist sie dennoch. Ja, da haben wir die allererste Tagebuchseite von Cyrus Pinckney gefunden. Ich habe hier mehrere Meldungen. Sie nach Reihenfolge der Dringung. Achso, ja, jetzt die nächste Mission da mit diesen komischen anderen Typen da alle, die nerven mich voll. Halt, warte mal ganz kurz. Hier gibt es natürlich noch andere Missionen, und zwar Anarchies, Bild, also so das Schriftzeichen zu finden. Anarchy war ja der Typ, der Gotham gedroht hat, Bomben überall loszulassen und so. Und ja, da kannst du den auch noch finden und den halt in die Fresse kloppen und so. Also halt diese Schriftzeichen, Batman nicht hoch. Du kannst halt diese Schriftzeichen irgendwo finden. Und die kannst du dann, wenn du alle gefunden hast, kriegst du halt auch noch so ein Abzeichen oder so. Also kriegst du auch noch so ein Batman-Ding oder sowas. Aber das habe ich keinen Bock zu suchen, weil das dauert mir extrem zu lange. Also werde ich jetzt Folgendes machen, und zwar die nächsten Sachen von Pinckney suchen. Gut, auf zum Dach. Außerdem kann ich halt da gleich weitermachen. Da sind ja noch die nächsten Missionen von Olle Ridley zu finden. Oder Enigma, weiß ich. Weiß Gott, wie der jetzt genannt werden will. So, und dann, wenn das fertig ist, dann ist eigentlich, ja, es ist, dann ist nicht mehr so viel zu tun. Also dann werde ich auch das LP dann beenden. Wenn ich Cyrus Pinckney fertig habe, dann ist eigentlich, und Ridley auch noch platt gemacht hat, warum immer sage ich mal Ridley? Das ist nicht Ridley. Und Dings dann auch fertig gemacht habe, den guten alten, ja, dann ist nichts mehr zu tun eigentlich. Dann habe ich echt alles gemacht.
Kathedrale von Old Gotham, Pinckney. Royal Hotel. Zack! Wir lassen das Material Nummer 1. 1 von 10. So, den haben wir. Hören wir mal rein bei Olle Pinckney. Oder warte mal, will ich jetzt Park Row? Nein, ich war hier mit The Povery. War ich ja fast fertig, glaube ich, oder? Jetzt hier noch anzufangen. Haben wir hier irgendwas noch drin? Ja, hier ist auch noch ein belassenes Material. Ja gut, machen wir beides so ein bisschen schneller hintereinander, dass ich alles so ganz schnell gefunden habe und so. Nicht wahr, Batman? Ich bin Batman. Ja. So, holen wir ganz schnell das belastende Material aus der Kirche. Wenn ich die Kirche fertig habe, dann geht's halt weiter. Es ist wirklich nichts mehr viel zu tun. Es müssen zwar nur noch alle belastenden Materialien gefunden werden, aber ich sag mal, wenn das alles fertig ist, dann kann ich mit Freuden das Let's Play beenden. Wo soll denn das hier sein? Da führt ein Weg? Klar, hier führt ein Weg weiter. Jetzt komme ich bestimmt an ihn doch nicht. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn hier hinter noch ein Raum gewesen wäre und da würde der Papst so sitzen. So. Würde irgendwie ein Priester sitzen und dann. Das sieht ein bisschen komisch aus, dass der dann hier durchgehen muss oder sowas. Wäre irgendwie merkwürdig. Ach nee, da kommen ja noch die Tatortsachen. Ah, dauert ja auch noch voll lange. Tja, und mich hat jemand bei Skype angeschrieben. Aha. Mein Kumpel Nichols hat mich bei Skype angeschrieben und will mit mir nachher was zocken. So, und weiter geht's. Die nächste Mission. Wo waren das nächste? Das jetzt? Ah, okay. Jetzt weiß ich wo. Kann ich ja gleich schon mal das nächste aktivieren. Da muss ich hin und dann muss ich... Oh, sowieso da drin. Ne? Das ist ja gleich auf dem Weg. Das ist gut. Wisst ihr, was geil ist? Und zwar, es gibt ja hier noch eine, also ein paar versteckte Easter Eggs und so. Und ja, die werde ich jetzt nicht suchen, das ist dauert viel zu lange. Aber es gibt zum Beispiel eins, wer die alte Batman-Serie kennt, also die animierte Serie. Da gab es etwas, was Joker am Anfang gesungen hat, und zwar Jingle Bells, Batman Smells. Robin legt ein Ei. Und genau das gleiche singt auch so ein Gefangener hier. Ist voll lustig. Also der singt auf... Ich hab's jetzt nur auf Englisch mal gesehen. Aber der singt so... Jingle Bells, Batman smells. Und Batman... Nein. Bam! Und haut den da volle Kanne in die Fresse. Das ist voll cool. Und hier haben wir das nächste. Das, was wir hier sehen, diese Statue hier, das ist die Statue von Solomon Wayne. Er sitzt da drauf. Hier sitzt er nicht. Okay. Oder ist das hier das Gebäude von dem? Irgendwie heißt das hier Solomon Wayne. Irgendwie. Alle Einheiten, wir haben Meldungen über eine Ruhe. Das steht hier doch nicht. Hä? Okay, merkwürdig. Eigentlich steht das hier. Egal. Batman kann keine Bänke hoch, ist klar. So, und jetzt. Die Nummer 3 war das gewesen. Tagebuchseite Nummer 3. Ach, hier drin, oder? Ne, da unten, da drin nicht. Hier unten. Ach so. Ey, wieder so was Einfaches. Warum habe ich das nicht geholt? Weißt du, du wirst einfach Gier drauf, zündest an. mir kommt gerade eine geile Idee. Stellt euch mal vor, Batman würde sein Explosivgel so als Haargel benutzen und setzt es aus Versehen ein. Oh, geile Idee.
Ich weiß, ich habe nur kranke Ideen. Sorry. So, dann das nächste. Ist genau hier in der Ecke. Oh, das ist so gut. Gleich hier, warte, Alter, warte mal. Ja, hier ist das Relay und dann ist gleich auch hier das, ach so. Oh Gott, ist das schwer. Ist das schwer. Aufladen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich lade das Ding auf. Was ist die Mission? Lauf so schnell wie möglich über alle Plattformen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nächstes Mal macht das bitte noch schwerer, dass ich das überhaupt nicht lösen kann. Ey, da fehlen einem die Worte. So, nächstes Relay. Ach ja, wenn ich die den ganzen Tatorte fertig. Oh, das könnte. Oh, das ist geil. So, jetzt ganz schnell rüberfliegen. Scheiße, ich hab leider geschossen. Und. Ach! Ah, na gut, Massenschlägerei denn. Stattdessen. Ey, wer hat die Waffen? Ich müsste mal. Boah! Ja, darf ich. Könnt ihr mal. Ich will gerne mal meine elektrischen Hände haben. Ach, na dann eben jetzt. Mir ist es egal. Zack! Bäm! Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8. Ihr nervt alle gewaltig. Ihr kriegt jetzt auf die Fresse. Und in die Eier. Aber was sollt ihr mit diesem kleinen Messer? Darf ich jetzt bitte mal hier weitermachen? So, dass es schneller geht, zack. Oh, Nervensäge. Zack, 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 in die Fresse! Bam! Ich bin Batman. Oh, du nervst doch nicht, Mann. Bam, voll ins Face. Und jetzt muss ich da oben nochmal hin. Wo war denn der Anfang? Da. Aber das ist ja meine Enigma-Sache hier, die ein bisschen schwerer ist. Man muss da ein bisschen genau fliegen können. Und jetzt Batman! Und hier auch noch. Jawohl, geht doch. Enigma, bau sowas öfter. Das wäre toll. Dann war es wenigstens ein bisschen schwerer. Oh, Park Row. Nun, dann noch das hier. Ja, wenn die halt alle fertig sind, was hoffentlich nicht mehr so lange dauert. Wo ist denn das hier? Ist das hier? Ja, es ist hier. Ah, ich bin da bestimmt tausendmal vorbeigeflogen und habe das nicht eingesammelt. Das sind wirklich die einfachsten Dinger überhaupt. Zack. Und ich finde es cool, dass sie bei hier das ja einfacher gemacht haben mit dem Riddler, weil bei Arkham Asylum oder Arkham City ist das dermaßen scheiße. Also nicht scheiße, es ist nicht scheiße, scheiße ist das blöde falsche Wort. Es ist nur schwerer, so, weil da hast du ja nicht nur diese ganzen Missionen. Nein, du hast so, sag mal, willst du mich verarschen? Voll gut versteckt, wirklich. Nee, da hast du da auch halt so Rätsel,
Er sagt dir halt so ein Rätsel und sagt, ja, das sind halt Rätsel, die eigentlich was immer mit Dings zu tun hatten, also so, Inhalte von den Comics oder halt von Batman allgemein und so, und das ist richtig cool gemacht. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Achso, ich muss den richtigen finden, glaube ich. Nee, hä? Der geht zuerst ab der. Warte mal. Nee. Der war das nicht. Also jetzt geht jetzt. Ich muss mal so das System hier mal kurz herausfinden. So. Ach, das war der echte! Hä? Hat das jetzt jemand von euch verstanden? Ich hab's nicht verstanden. So, das letzte Material ist im. Ach, das ist da drin. Gut, dann weiß ich wo. Das haben wir hier drin. Nein! Batman, du bist doch blöd! Du stehst doch vor dem Ding drauf! Du stehst doch auf dem Ding drauf. Du stehst davor. Ach man! Ja, auch gut. Halt die Klappe. Keine Zeit. Ach man! Könnt ihr mich nicht einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen? Ich muss arbeiten. Zack, 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 zack. Bom, bom. Down, down ist die Sau. Zack, und du auch noch, und du auch noch, und du ebenfalls, und... Oh, das ist doch nicht... Mal ein bisschen Variation hier reinbringen. Bam! Mit einem Doppelschlag. Führe dreimal ein Spezialkombo ausschalten aus. Perfekto. Ah, oh, die Tür ist ja zu. Können die nicht mal den Vordereingang irgendwann mal aufmachen? Das wäre sehr toll. Nein, nein, Batman! Batman! Mann! Also, wie immer, die Hintertür. Oh, die! Ach, du meine Fresse! Darf man nicht mal hier irgendwie mal ein bisschen was machen? Zack, zack. Du noch in die Fresse, du noch. Du Batman. Ich Batman. Ja, ja. Und du, bam, voll gegen die Wand, ey. Und wegen dieser Aktion haben wir jetzt... So, rein da jetzt noch schnell. Schnell noch das Enigma-Ding holen und dann ist der Part vorbei. Ah ne, dann hören wir uns das ja noch an. Oder? Hören wir uns das an noch? Ja. Die Polizei ist auf dem Weg. Ja. Gut, Batman. Ist Energy immer noch hier? Tatsache, der ist immer noch hier, der Idiot. So, wo ist das? Belastende Material.
kaputt machen. Tatsächlich kann es kaputt machen. Hä, warte mal, wo soll jetzt hier das belassene Material sein? Bin ich blind? Wo soll denn das sein? Warte mal, vielleicht wenn ich... Ach, hier! Commissioner Loeb. Oh, schon wieder was von ihm. Was soll ich denn machen? Sein Vertrauter werden? Gordon vertraut mir so weit, wie er mich werfen kann. Also, nicht wirklich weit. Ja, schon kapiert. Ich habe ein bisschen Übergewicht. Du bist ein fetter Waschlappen, der endlich mal das Geld wert sein sollte, das er verdient. Männer wie Gordon haben eine Schwäche für bestimmte Frauen. Man nennt das das Lancelot-Syndrom oder so ähnlich. Wovon reden wir hier bitte? Von einer verführerischen Falle? Die Einzelheiten überlasse ich dir. Sieh zu, dass du etwas Dreck findest, ohne daraus ein Chaos zu machen. Oh, 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 ey, der Lob, Alter, das ist ja richtiger Arschloch. Aber zum Glück ist er schon tot. Er ist ja schon tot, der Typ. So, Leute, dann sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, bei Batman Arkham Origins. Im nächsten Part werde ich dann weiter Material suchen. Und ja, wir haben also noch ziemlich viel vor uns. Dann dieser komische Pygmy-Typ wieder. Der muss auch noch gemacht werden. Es ist also noch ziemlich viel zu tun, Leute. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au, reingehauen, vorbeischauen. Tschüss.